Herzlich willkommen zu einem neuen Mutigmacher-Interview unter dem vielversprechenden Titel Wenn der Staatsschutz dreimal klingelt. Und dann fangen wir doch mal an mit dem Herrn Björn Gschwendtner. Was fällt dir zu diesem Titel ein? Ja, also mir fällt dazu ein, dass ich vor genau einer Woche vom Staatsschutz angerufen wurde. Und es geht um eine Aktion, die ich als freischaffender Künstler gestartet habe. Die Situation mit Michael Ballweg hat mich so erzürnt, also dass er jetzt länger als ein halbes Jahr schon in sogenannter Untersuchungshaft steckt und dass die ganzen Gerichtstermine vorzeitig abgeblasen werden und ihm da richtiges Unrecht widerfährt. Und dann dachte ich mir, was kann ich mit meinen Mitteln machen? Ich habe eine Webseite gestartet mit einem Crowdfunding. Und da sollte für ein Plakat gesammelt werden. Und dieses Plakat, das hatte ich vor, zu plakatieren in Stuttgart und eventuell, wenn genügend Geld zusammenkommt, dann auch in Berlin. Und zwar in der Nähe der Gerichte in Stuttgart, Amtsgericht und etc. Und dieses Crowdfunding sollte 2 Wochen lang gehen. Das wurde auch über die Kanäle dann geteilt und hatte dann auch reges Interesse und Feedback bekommen. Und nach 2 Wochen wurde dann das Geld gesammelt für 9 Plakate. Ich habe dann die Plakate bei der Plattform gebucht. Zwischenzeitlich hatte ich mich auch noch rechtlich informiert, ob das irgendwelche juristischen Probleme geben könnte, dieses Motiv. Und es hieß einhellig, nein, ist ja die Kunstfreiheit, die wird ja sehr hoch gehängt in diesem Land, sollte kein Problem sein. Und auch dieser Plakatvermieter hatte zunächst gesagt, na, das ist keine politische Werbung, also die machen in ihren AGBs Einschränkungen zu politischen Werbungen oder Plakate für politische Werbung. Und das hatten sie zuerst so nicht gesehen gehabt. Also wie gesagt, nach 2 Wochen war dann ein Betrag zusammen, der 9 Plakate, 7 in Stuttgart und 2 in Berlin finanziert hatte. Das alles habe ich dann habe ich diese gebucht über die Plattform für diese Plakate und habe das auch kommuniziert über diesen Telegram-Kanal, den ich gestartet habe. Das wurde auch wieder weitergeteilt. Und das war am Dienstag letzte Woche. Und dann wurde ich noch von dem Plakatvermieter gefragt, möchten Sie nicht noch eine Internetadresse draufdrucken auf dieses Motiv? Wir können ja auch mal über dieses Motiv sprechen. Ja, ich will es vor allen Dingen sehen. Also ja, das wird auch den Zuschauern genauso gehen, dass wir nicht nur darüber reden, genau. Sondern auch genau. Also das Motiv ist ein Richter in seiner Robe, wie er mit einem typischen Dreizack auf einen meditierenden Michael Ballweg einsticht. Und Michael Ballweg meditiert nicht nur, sondern er sitzt auf glühenden Kohlen beziehungsweise wird gegrillt. Auf einem Grill sitzt er und die Flammen und der Grill scheinen ihm nichts auszumachen. Und dieser Richter, das Licht von dem Grill wirft einen Schatten in der Silhouette eines Teufelchens. Und der Richter denkt dann, der muss doch bald mal durch sein. Und dann die Schrift in Rot, Free Ballweg. Und das sehe ich eindeutig als Satire und als Kunstfreiheit, von der Kunstfreiheit gedeckt. Gut, also ich wurde von dieser Plakatfirma gefragt, ob ich nicht noch eine Internetadresse drauf machen wolle. Das hatte ich mir dann auch überlegt, habe dann auch einen QR-Code und die Internetadresse drauf machen lassen und als ich dann diese zweite Version des Motivs dann hochgeladen habe, hieß es dann, ja, wir nehmen dieses Motiv nicht. Die lokalen Anbieter, also diese Plattform ist so eine Verteilerplattform, ich glaube auch Marktführer oder fast Monopolist, die das dann an die örtlichen Plakatbetreiber geben. Und jeder hat sich dann dagegen gesperrt. Dann war es plötzlich doch eine politische Werbung und das war am Donnerstagvormittag. Und am Donnerstagnachmittag bekomme ich einen Anruf, weil ich habe ja auch meine Telefonnummer ordentlich im Impressum stehen, bekomme ich einen Anruf mit einer Stuttgarter Nummer und da gehe ich ran und da hat sich ein Herr gemeldet und es ging um diese Plakataktion. Er wäre vom Staatsschutz
Und er hat ja gesehen, dass ich das jetzt in Auftrag gegeben habe, aber er rufe mich an, um mich zu warnen, dass wenn ich das aufhänge, der Staatsschutz sieht das nicht wie meine juristische Abklärung, dass das unproblematisch wäre, sondern die werten das als politische Straftat. Welche denn? Ja, das hat er so nicht gesagt. Also es gibt ja, glaube ich, Kategorien links, rechts, islamistisch oder so. Das hat Das er nicht ist gesagt. Verfassungsschutz, also das ist Okay. mehr, okay, gut. Also er hat gesagt, das wäre eine politische Straftat. Es wäre, glaube ich, Beleidigung oder so. Es ginge um Verunglimpfung, Beleidigung. Und er sage mir das jetzt, bevor das hängt, damit ich nicht ins offene Messer laufe. Das hat er mehrfach gesagt. Und ja, also ich habe ihm gesagt, ich wüsste jetzt nicht, ob ich ihm danken solle oder nicht. Ja, der Anruf kommt mir jetzt, weil er hat das so dargestellt, ja, so als so gönnerhaft. Ich rufe an, damit sie nicht ins offene Messer laufen und so. Dann hat er dann auch erzählt, dass diese Aktion schon vom ersten Tag an unter Beobachtung stünde. Ja gut, Was also ist der erste Tag? der erste Tag war 22. Januar, glaube ich, Also, wo du in Kontakt gegangen bist mit wo der das auf Plakatfirma? Telegram geteilt wurde, über verschiedene Kanäle, zum Beispiel Ralf Ludwig hat das geteilt gehabt. Und ja, Ralf Ludwig hat irgendwie 85.000 Follower. Natürlich ist da der ein oder andere kein aufrichtiger Follower, sondern einfach nur zur Beobachtung. Und Was hat denn Ralf Ludwig dazu gesagt? Er ist ja Anwalt, wenn du ihn ja, Ralf gefragt Ludwig hast. hat gesagt, er kann das nicht verstehen, dass die das so einschätzen. Und er Hast du findet, ihn vorher gefragt? ich hatte von Ralf Ludwig auch die Einschätzung, dass das keine Probleme geben sollte. Zumal, wenn man sich ja mal daran erinnert, es gibt ja diese Böhmermann-Causa mit dem Erdogan-Gedicht, ja, was dann als Satire dargelegt wurde. Und es wurde auch, glaube ich, nach meinen Recherchen der Paragraph also dass die Beleidigung von Staatsleuten etc., ausländischen Politikern, das wurde dann gecancelt. Also diesen Paragraph hat man dann nach dieser Causa Böhmermann aus dem Gesetz gestrichen, dass sowas also weiterhin möglich wäre. Oder man erinnert sich auch an die vielbeschworene Satirefreiheit bei den Anschlägen auf das Satiremagazin Charlie Hebdo. Da waren wir plötzlich alle Je suis Charlie. Wir haben die Satirefreiheit hochgehalten. Und jetzt auf einmal bei so einem läppischen Plakat, was nur 9-mal plakatiert worden wäre, macht man hier so einen Aufriss. Ich gehe davon aus, dass bei einem Es gibt auch wirklichen. noch ganz andere Beispiele aus Deutschland. Also die Titanic ist mehrfach angezeigt worden. Jesus Christus am Kreuz mit der Unterschrift "Ich war eine Dose", also mit so einem Blechkreuz. Oder der Papst, oder ein Priester, der vor dem Kruzifix steht. Und das sieht nicht schwer nach Fellatio aus, was er da macht. Also das sind alles Sachen, die sind in Deutschland durchgegangen als Kunstfreiheit. Man sollte vielleicht noch mal sagen, dass es gibt einmal ja die Meinungsfreiheit, aber darüber hinaus ist noch die Kunstfreiheit. Also Kunstfreiheit ist noch viel weitergehender. Also ich habe damals an der Uni gelernt, im Bereich der Kunst ist eigentlich alles erlaubt. Das ist ganz selten, dass da etwas rausfällt. Das war zum Beispiel, wenn ihr auch euch erinnert, an Otto Mühl, diese Aktion mit Blut und Schweinekadavern. Also das war damals ein Riesenthema. Du hast mich ja auch gefragt, und ich habe gesagt, die Sache ist eigentlich klar. Also ein Plakat dieser Art ist ein satirisches Plakat. Ich sehe keine juristischen Probleme auf der Seite. Ja? Ja. Deswegen habe ich gefragt, was Ralf Ludwig dazu gesagt Ja. hat. Ich bin ja nur Journalist und kein Ja. Jurist. Aber die Sache ist eigentlich relativ klar, würde ich sagen. Ja? Ja, Ich also kann mir ich. nicht vorstellen, wie da draus irgendetwas wird, auch nicht Beleidigung. Ja, also ich denke auch, dass das vor Gericht auch keinen Bestand gehabt hätte, aber die haben sich wohl gedacht, mit einem 5-minütigen Anruf und Einschüchterung haben wir das schneller erledigt, als dass wir jetzt noch Anwälte und Richter damit beauftragen müssen und beschäftigen müssen mit der Sache.
Hat funktioniert. Also der Plakatanbieter oder dieser Vermieter hat ja sowieso einen Rückzieher gemacht gehabt. Insofern war das ja gar nicht möglich. Ach so, ja, das hatte ich dem Herrn dann auch gesagt am Telefon, dass der Plakatvermieter schon am Vormittag einen Rückzieher gemacht hat. Und da klang er sehr überrascht. Das hat er nicht erwartet gehabt, der am Telefon. Zumindest klang das für mich so raus. Er hat gemeint, aha, okay. Ja, also die haben es halt probiert, haben es auch bei mir geschafft. Ich habe keine Lust auf irgendwelchen juristischen Ärger. Brauche ich nicht. Aber ich finde es gut, dass jetzt Mutigmacher mich gefragt hat, ob wir das hier publik machen können. Ich bin immer für Transparenz. Natürlich sage ich jetzt nicht die Telefonnummer, die mich angerufen hat, oder die Durchwahl, aber es war tatsächlich eine Telefonnummer aus dem, glaube ich, Polizeipräsidium Stuttgart. Das hast du überprüft. Das wäre auch noch eine Genau, Frage, ob genau. du nicht von der Antifa einen Anruf bekommen Nein, hast, sondern. es war eine Nummer aus dem Polizeipräsidium Stuttgart und die Durchwahl, die findet man auch im Internet. Okay, also Staatsschutz sollte man vielleicht auch dazu sagen, gibt es an verschiedenen Stellen. Also es gibt bei den Polizeibehörden gibt es einen Staatsschutz, erzähle ich jetzt gleich, mit dem ich auch schon zu tun hatte. Und dann gibt es auch beim Verfassungsschutz und beim MAD, also bei den Geheimdiensten, beim BND, je nachdem, was da jetzt gerade relevant ist. Also du hast auf jeden Fall, das war wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, ja, das ist jetzt eine Mutmaßung, der kurze Dienstweg, der da am Werke war, ja. Also das heißt, muss man sich vorstellen, dass dann Justiz, also es geht eigentlich darum, dass der Staatsschutz in erster Linie Politiker vor, die dann auch, wenn es um Beleidigung geht oder wenn es um Drohung geht, schützen soll. Dafür gibt es eine eigene Abteilung bei der Polizei in diesem Fall. Aber es hat so einen Geruch von totalitärem Staat, ne? Das ist nicht so ganz, dass man denken würde, dass in einer Demokratie so etwas stattfindet, ja. Aber dann kommen wir vielleicht, also ich bin nicht der krasseste Fall. Der krasseste Fall ist Eva Rosen. Vielleicht kann sie uns erklären, was bei ihr los gewesen ist. Wann hat bei dir der Staatsschutz geklingelt? Das war, wann war denn das? Das war, müsste so Anfang 2021 war das. Das war, nachdem ich dann ein bisschen aktiver geworden bin auf den Demonstrationen und wir auch die Bustour gemacht hatten im Dezember und ich mich dann auch angefangen habe, politisch zu engagieren in einer der entstehenden Oppositionsparteien. Und es war ganz seltsam, weil es fing ja an, dass meine Post gestohlen wurde aus dem Briefkasten und ich keine Post mehr auf einmal bekommen habe. Und da habe ich mich schon gewundert und habe dann meine Post unter anderem in Mülleimern auf meiner Gassi-Runde wiedergefunden. Also da hat sich dann jemand die Arbeit gemacht, die einzusammeln und wegzuschmeißen. Und natürlich, wenn man dann auf vielen Demonstrationen ist, kriegt man Bußgelder und die muss man dann entweder bezahlen oder vielleicht Widerspruch einlegen. Und das konnte ich ja nicht, weil ich die Post nicht mehr bekam. Und so fing das Dilemma an. Und der Staatsschutz kam dann ins Bild, als mein Auto beschädigt worden ist, mit einer politischen Botschaft auch an meinem Auto, so von wegen Querdenker dürfen hier nicht parken auf einem öffentlichen Parkplatz. Und dann hatte ich einen riesen Schlüsselkratzer, ich hatte eine eingeschlagene Windschutzscheibe und so weiter. Und da saß dann ein Herr vom Staatsschutz bei mir in der Wohnung, weil er das als politisch motivierte Tat gesehen hat. Ich habe das auch so deklariert, als ich da angerufen habe. Ich habe gesagt, hier, ich kandidiere für die Basis, war das damals. Und ich vermute, dass das aufgrund dessen gegen mich stattfindet. Und ja, das war so das erste Mal. Und es endete damit, dass Ende 2021 Haben Sie dir denn, ist da draußen ein Verfahren geworden? Also das heißt, haben Sie eine Anzeige aufgenommen? Hat es da ja, irgendwas gegeben? es wurde was aufgenommen, es wurde aber fallen gelassen. Also da kamen dann immer wieder Anfragen, auch zum Teil via Post, die ich dann wieder nicht bekommen habe. Aber halt aus Bus, Sinnvoll, ja. genau, ja, also die sind da schon echt schlau. Ob ich denn nicht nochmal eine Aussage dazu machen könnte und wie das denn jetzt nochmal gewesen sei. Und ja, also ich weiß nicht, was draus geworden ist. Wie gesagt, die Post kommt nicht an, nach wie vor. Ja, und Ende 2021, da war ich dann im achten Monat schwanger.
Hatte also auch schon eine schöne, ordentliche Kugel, die ich vor mir hertrug. Standen dann auf einmal drei schwarz gekleidete Polizisten bei mir vor der Haustür und sagten: Ja, Frau Rosen, Sie haben hier noch ein offenes Bußgeld und wir wollten jetzt Bescheid sagen, dass wir Sie dann in der Woche auch abholen zur Erziehungshaft und so. Und da habe ich gesagt: Was, um was geht es denn überhaupt? Was wird mir denn vorgeworfen? Und ich habe keine Post bekommen. Ich habe das dem Staatsschutz mitgeteilt. Wie kann das sein, dass Sie jetzt hier stehen? Ich bin im 8. Monat schwanger. Sie können mich nicht einfach einsperren. Und dann haben die gesagt, wortwörtlich: Klar können wir Sie einsperren. Es gibt ja auch im Knast Entbindungsstationen. Und wenn Sie Glück haben, haben wir noch einen Mutter-Kind-Platz frei. Und wenn nicht, dann kommt das Kind halt weg. Sehr nett. Okay. Und ja, wenn man dann in so eine Situation kommt, dann weiß ich nicht. Und ich kann bis heute ja nicht sicherstellen, dass die Post, die mir zugestellt werden soll, mir auch zugestellt wird. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, ob die Post am Briefkasten abgefangen wird oder vielleicht vorher abgefangen wird, weil jemand mir nicht wohlgesonnen ist. Und ich habe dann das Land erstmal verlassen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, was da noch in der Luft hängt, weil ich es nicht bekomme. Ich habe bei so vielen Stellen angerufen und um Hilfe gefragt, das kann man sich nicht vorstellen. Man legte mir dann nahe, ein Postfach anzulegen. Da habe ich gesagt, es ist total schön, dass ihr mir das ans Herz legt, aber jeder Mensch, der in Deutschland Post bekommt, weiß, dass offizielle Briefe nicht an ein Postfach zugestellt werden, sondern nur in den Hausbriefkasten oder gegen eine Unterschrift. Entschuldigung. Und das hat natürlich überhaupt nicht geholfen. Also da ist nicht mehr oder weniger angekommen als vorher, bloß dass ich mehr Werbezettel wieder irgendwie dann im Postfach hatte. Und dadurch, dass man mich da alleine gelassen hat und ich einfach da nicht wusste, was vielleicht noch kommt und ich mir zu dem Zeitpunkt auch juristisch gar nicht sicher war, können die mich tatsächlich schwanger jetzt einsperren? Oder mir nehmen die mir das Kind weg, wenn ich in Deutschland bleibe, habe ich erstmal das Land verlassen, um aus diesem Wirrwarr da rauszukommen, weil mir auch einfach, weil ich da komplett alleine gelassen wurde. Und ja, und der Staatsschutz telefoniert mir ja heute noch hinterher und sagt mir dann, was jetzt für neue Anzeigen gegen mich vorliegen von irgendwelchen Privatleuten, weil das jetzt der neue Sport ist, den einige betreiben, sich mit irgendwelchen Privatanzeigen, die völlig abstrus und zum Teil ausgedacht sind, an den Aktivisten zu rächen, ja, dafür, dass sie halt die Wahrheit gesagt haben. Da würde ich mich, also wenn ich das jetzt höre, das ist fällt auch in diese Kategorie. Sowas kennt man von Dokus über die DDR, die Drohung, die Kinder wegzunehmen oder die tatsächliche Drohung, also das heißt die Durchführung dieser Drohung. Ich möchte eigentlich erstmal, frage ich mich, wie ging es dir da? Wie hast du dich gefühlt? Du hast das jetzt sehr nüchtern beschrieben. Bist du da rational oder wie war das? Was wird da ausgelöst? Ich meine, das wissen die ja auch, was sie machen. Das ist ja nicht, dass ihnen in dem Moment das einfällt, so eine Sache zu sagen, sondern das ist ein geplanter Kommunikationsinhalt mit Wirkabsicht. Ja? Ich glaube, klar, erstmal als werdende Mutter löst das ja was in einem aus, weil man sich um sein ungeborenes Kind sorgt, ja. Allein schon der Stress, den das auslöst, wenn da so drei schwarz gekleidete Typen bei dir vor der Haustür stehen und dir sagen, dass du in der Woche ins Gefängnis gehst, ob du jetzt schwanger bist oder nicht. Also man hat unfassbare Ängste. Man wird in eine Stresssituation auch gebracht, die gefährlich ist, ja auch für die Schwangerschaft und für mein ungeborenes Kind. Das war denen vollkommen egal, das hat man auch gemerkt. Denen ging es da nur darum, diese Drohung auch auszusprechen. Es war so ein bisschen, die wollten einfach zeigen: Hier, wir haben den Knüppel in der Hand, ja, und können dich jederzeit einsperren und du kannst gar nichts dagegen tun. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch dir, Björn, so ging. Dass wenn man in dieser Situation ist, da geht einem der Arsch erstmal auf Grundeis, ne? Auf gut Deutsch gesagt, weil man ja nicht weiß, was das noch für ein Rattenschwanz auch nach sich zieht, wenn diese Menschen einem so eine Drohung aussprechen. Und nur wir sind ja alle erwachsen, wir haben irgendwie Familie, wir haben vielleicht einen einigermaßen gesicherten Job und das kann ja auch wirklich Ausmaße annehmen, dass es einem komplett die Existenz zerstört und dass es auch die Familie bedroht. Und ich finde, das ist so schlimm daran. Also das ist ja nicht nur dann einen selbst betrifft, sondern immer auch direkt die Familie mit betrifft. Und
Ja, und das Umfeld irgendwie auch mit betrifft. Also das ist das, was mich, glaube ich, mehr betroffen macht. Das ist auch das, was mich betroffen macht dann am Fall Michael Ballweg, ja, was das für Ausmaße annimmt. Klar, es ist, Michael sitzt jetzt im Gefängnis, aber was das für Ausmaße angenommen hat, dass es so weit kommt und offenbar keiner in der Lage ist, etwas dagegen zu unternehmen, das zeigt doch auch, was passieren kann, ja. Wenn man tut, was man tut in Deutschland und wenn man sagt, was man sagt. Und das finde ich schon alles ziemlich erschreckend. Ja, das ist auch das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist. Das ist natürlich, das ist ja nicht nüchtern. Das ist, wenn du das jetzt beschreibst, ich weiß nicht, wegen was, auf was sich dieser Hinweis auf den, was auch immer, Bußgeld oder was es war. Nach einer ordentlichen Weile gibt es dann irgendwas anderes. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat immer seine ich zu schnell gefahren Tickets hat er liegen lassen und dann kam die Polizei zu ihm und hat dann gesagt, also jetzt mal her mit dem Geld oder ja. Das endete aber immer in einem freundschaftlichen Kaffeetrinken, weil sie dann sagten, ach, Sie sind das, also Sie sind bei uns schon bekannt, dass das immer so läuft, ja. Kann man ja verschieden machen. Man kann das sozusagen nach dem königlich-bayerischen Amtsgericht, man kann es aber auch nach dem Ministerium für Staatssicherheit machen. Das wie nochmal, das sind die Sachen, die ich kenne aus den Dokus, wie ein Staat dann auftritt. Also im Hintergrund steht ja diese Drohung. Also das heißt, die wird mitgedacht. Und auf einmal ist dann auch der Boden nicht mehr ganz da. Man weiß dann nicht, wie weit geht das. Du hast das beschrieben. Ballweg ist jetzt so, dass die Grenzen für eine Untersuchungshaft mittlerweile komplett überdehnt sind. Es hat so einen Julian Assange-Geruch, ja, wo der ja auch wegen Übertreten seiner Bewährungsauflagen, er hatte die Bewährungsauflage, sich zu melden, wäre er rausgegangen, wäre natürlich sofort von der britischen Polizei festgenommen worden und dann wäre die Frage, wäre er gleich in die USA überstellt worden. Das heißt, man hat ihm vorgeworfen, dass er nicht bei der Polizei erschien. Das heißt, das war schon eine absichtliche, ich würde das als Falle bezeichnen, ja. Und dafür ist er dann nicht nur ins Gefängnis gekommen, sondern auch gleich noch ins Hochsicherheitsgefängnis. Michael Ballweg nach Stammheim, dass wir alle von den RAF-Terrorprozessen kennen, also auch gleich stigmatisiert mit der Unterbringung als Staatsfeind. Und jetzt aber nochmal an dich, Björn, wie war das denn bei dir? Also du wirkst so als coole Socke. Wie cool warst du da noch? Ja, also Eva hatte vermutet, dass mir dann der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Das war nicht so. Also ich bin eher empört. Also ich habe keine Angst. Ich bin eher empört, dass das gemacht wird. Und deswegen will ich das hier auch transparent machen und mich hier dazu äußern. Aber Angst, hat mir das jetzt nicht gemacht. Der hat ja, war jetzt auch nicht böswillig im Gegensatz bei Eva, die ja wirklich gedroht bekommen hat, wir nehmen ihnen ihr Kind weg und das und das und das ist möglich. Das hat er ja bei mir jetzt nicht gemacht. Er hat natürlich durchscheinen lassen, was mir passieren könnte. Aber ich bin ein aufrechter Mensch. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin kein böser Mensch. Ich finde das empörend, dass hier so agiert wird. Und genau, also Angst habe ich keine. Ich möchte das Wie richtig ist das stellen. denn? Angst habe Ja. ich auch nicht, aber es war so bedrohlich einfach die Situation. Und ich glaube, wenn es nicht, wenn ich tatsächlich nicht schwanger gewesen wäre in der Situation und nicht hätte Rücksicht nehmen müssen, Gott sei Dank ist mein Kind da, aber das bringt einen in eine ganz neue Situation, weil sobald du Kinder hast, bist du extrem erpressbar für diesen Staat einfach. Das ist wirklich ganz, ganz extrem. Und ich hatte bis dahin den Luxus, in Anführungsstrichen, dass ich keine Verantwortung hatte für jemand anderen und alles, was ich gemacht habe, und unter der Prämisse, naja gut, wenn sie mich irgendwann einsperren oder abknallen oder was weiß ich was, dann ist das halt so. Sondern in dem Moment habe ich diese Riesenverantwortung in mir getragen, ja. Und da konnte ich halt nicht mehr so weit den Mund aufreißen und sagen, ne? Und ich glaube, das wissen die und das nutzen die. Und ich glaube, dass das auch was ist. Und da muss ich jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen auch eine Lanze brechen für ganz viele Eltern da draußen. Ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum viele Menschen sich nicht so weit rausgetraut haben, weil die genau wissen, was passieren kann und dass man erpressbar ist, wenn man Kinder hat. Und zwar auf die schlimmste Art und Weise, weil wenn deinem Kind was passiert oder man dir droht, dir dein Kind wegzunehmen, ey, dann können sie dich auch gleich
ja, irgendwie, also an die Wand stellen. Ich glaube, es gibt fast nichts Schlimmeres. Ich will dann auch nochmal, ich habe auch mit dem Staatsschutz schon mal zu tun gehabt, deswegen haben wir den Titel, wenn der Staatsschutz dreimal klingelt. Wir hatten ja in Wikihausen, also Markus Fiedler und ich, hatten wir darüber berichtet, dass Elias Davidson als erster Wikipedia-User weltweit einen Schadensersatzprozess gewonnen hatte gegen Felix. Und dann gab es einen grünen Politiker, stellvertretender Bürgermeister in der Gemeindestadt, weiß ich nicht, Haar bei München, Dr. Ulrich Leiner, den wir, der unter Nil Leucheier in Wikipedia gearbeitet hat. Und der hatte, nachdem dieses Urteil zugunsten von Elias Davidson gesprochen wurde, hatte er trotzdem weiter den Teil, über den das Urteil auch ging, nämlich ist er ein Verschwörungstheoretiker, er wurde einfach runtergemacht, wie es so üblich ist in Wikipedia, hat er dann einfach weitergemacht. Und dann haben wir ihn veröffentlicht und haben gesagt, der ist Politiker und er hatte eine etwas klebrige Nähe zu den Berichterstattern, die es über ihn gegeben hat. Ja, also da gab es einen kurzen Dienstweg in die in zwei Zeitungen. Der eine dieser Berichterstatter hatte auch die Wahlkampfveranstaltung von dem Dr. Ulrich Leiner moderiert. Also das ist schon für eine Zeitung eigentlich nicht in Ordnung, ja. Auf jeden Fall. Und dann hatte er gesagt, sozusagen hatte ihn mit dem Begriff Blockwart tituliert, weil er sozusagen, also Verschwörungstheoretiker hat das mal wieder reingetragen. Und dann bekam ich auch eine Vorladung zur Polizeistation und da waren dann zwei Leute, eine jüngere Beamte und ein zweiter. Und ich habe dann auch gefragt, warum jetzt zwei? Ich bin schon zweimal da gewesen, um auch in diesem Fall übrigens als Zeuge auszusagen. Und da sagten, ja, also bei Leuten von einem gewissen, sag ich mal, Beredsamkeit macht man das lieber mit ein paar Erfahrenen. Und dann sagte aber Staatsschutz, stand eben drauf Staatsschutz. Und da kann ich jetzt sagen, ich mache jetzt mal den Sensiblen. Wenn man dann liest Staatsschutz, also bei mir ging das so los, sozusagen der Film lief ab. Was ist denn jetzt los? Staatsschutz, ja. Das ist nicht mehr ein normaler Beleidigungsprozess, sondern das ist halt, Staatsschutz wird aktiv, wenn Politiker beleidigt werden. Und so war das auch. Also das heißt, es wurde, wir hatten so einen Chat dann, da hatte ich erzählt, dass ich ja Drohungen bekommen hatte, bis Morddrohungen, weil der Ulrich Leiner gleich, so, wir hatten einen Shitstorm gegen ihn ausgelöst. Wir hatten gesagt, Sie können ja mal an den Herrn Leiner schreiben, was Sie von seiner Variante halten, also den Elias Davidson wieder in Wikipedia zu desavouieren. Ja? Und ich hatte aber dazu gesagt, bitte gesittet, keine Beleidigung, keine Drohung, also so, dass es, das hatten wir extra noch dazu gesagt. Ja? Und seine Frau hat gleich gesagt, der Staatsschutz wird sich um Sie kümmern. Das war im Hintergrund bei einem Telefongespräch zu hören. Und den Tag haben sie tatsächlich, also die haben mich nicht, das war in Ordnung, das Gespräch. Das war, ich bin nicht irgendwie verbal oder bedroht worden oder mir wurde gesagt, was mir da blühen kann oder also nichts Vergleichbares mit Eva Rosen. Aber es ist eben der Effekt und das ist ja klar. Also es gibt einen Effekt, wenn man da, wenn man sieht auf einmal, man hat also mit einem Bereich zu tun, der eigentlich in die Geheimdienste reingeht. Und man ist dann, man hat ja diese Darstellung vom Verfassungsschutz, der sich jetzt neuerdings nicht mehr nur um Leute kümmert, nach der alten Definition, die aktiv gegen den Staat vorgehen. Ja, also es gibt ja auch noch die Möglichkeit überhaupt, das muss auch juristisch, solange man nicht aktiv vorgeht, also tätlich, also tätig ist in der Sache, ist das noch nicht der Fall, wo man irgendwie belangt werden könnte. Aber bei uns verrutscht das immer mehr in Richtung einer Bananenrepublik, wo die Polizei erscheint und dann entsprechend Stimmung macht, würde ich das nennen. Also das heißt, das war meine Erfahrung damit. Und das war eben, also die Erfahrung, die ich hatte, ich habe jetzt schon mehrmals ausgesagt im Zusammenhang mit solchen Beleidigungsgeschichten, dass du, wie du gesagt hast, wird ja auch immer mehr. Ja, also es gibt ja mittlerweile eine, deswegen hatte ich gefragt, Antifa, es gibt Leute, die das als Sport betreiben, möglichst anzeigen. Man hat dann zu tun, ja, und man hat, und es gibt immer Druck in der Familie. Ich würde behaupten, in dem Moment, wo das ist, kommt immer der Gedanke bei den Menschen, mit denen man zusammenlebt, muss das eigentlich sein? Musst du eigentlich sozusagen immer in Schwierigkeiten kommen und ist das die Sache wert? Also für mich ist die Sache entschieden, für dich auch, Björn, wie ich gehört habe. Für dich auch, Eva, würde ich sagen, aber trotzdem gibt es dann immer, dass sich Treppenhausgedanken, wie die Russen das so schön nennen, ergeben. Ist das eigentlich,
Sozusagen passt das zueinander. Und das, was du beschrieben hast, ich möchte es auch nochmal sagen, es geht so ein Gedanken, gerade wegen diesem Fall Michael Ballweg, dass man eigentlich weiß, da unter der Boden, auf dem man steht, der ist nicht mehr aus Beton. Der ist aus kaputten, morschen Dielen und man weiß nicht, was da drunter danach kommt. Das ist ja eben Michael Ballweg, der jetzt ewig im Gefängnis sitzt. Sie haben ihn versucht, in der Öffentlichkeit ist er als Betrüger und Geldhinterzieher, also dass er sich das Geld angeeignet habe, davon ist herzlich wenig übrig geblieben mittlerweile, wovon man aber nichts erfährt. Und das ist eigentlich schon eine dubiose Angelegenheit dafür. Und ja, das ist, deswegen wollten wir auch diese Sendung machen. Und es gibt die Mutigmacher dafür, dass die sich darum kümmern. Wir würden eigentlich gerne wissen, wie viele Leute sind das denn in Deutschland, die diese Staatsschutzerfahrung gemacht haben, also wo Leute klingeln. Das heißt, wenn ihr sowas als Erfahrung habt, meldet euch bitte bei den Mutigmachern. Da könnt ihr im Impressum finden. Da kann man sich auch anonym melden. Also das heißt, ihr müsst euch nicht outen, sondern das ist erstmal, damit die Mutigmacher einen Überblick bekommen, wie diese Lage eigentlich ist. Und das würde mich auch als Journalist interessieren, wie verbreitet das eigentlich ist. Aber ich würde euch gerne noch mal das Schlusswort geben, euch beiden, wie ihr diese ganze Sache einordnet und zu was die Konsequenz ist, die ihr gezogen habt daraus. Björn ist noch hier, aber Eva ist eben nicht mehr in Deutschland, ne? Ja. Fängst du an, Eva? Ja. Ja, die Konsequenz ist, dass ich jetzt gucken muss, dass das alles mal so geordnet ist, dass ich vielleicht auch mal wieder zurückkommen kann, ohne Angst zu haben. Allerdings hat mich das insofern beeinträchtigt, dass ich halt das Land verlassen habe erstmal. Klar, meine Heimat, ja, das Land, in dem ich geboren bin, das ist auf jeden Fall schwer. Und nichtsdestotrotz versuche ich natürlich immer noch irgendwie von hier aus dem Exil sozusagen was zu tun. Ich fühle mich ein bisschen als politischer Flüchtling. Hört sich vielleicht komisch an, aber das ist so. Und die Konsequenz ist auch, dass nach den ganzen Telefonaten auch, die wir dann hatten mit dem Staatsschutz, ich habe dann auch gesagt irgendwann, also ich sage, das ist alles so Hanebüchen, wollen Sie nicht einfach mal ein Handbuch rausgeben mit den Sachen, die man noch sagen darf und mir das dann zuschicken, damit ich für die Zukunft Bescheid weiß? Da wusste er dann selber nicht mehr, was er sagen sollte. Und ich glaube, wenn man so massiv bedroht wird, ich weiß nicht, ob Flucht die beste Idee war. Aber ich glaube, für den Moment, für mich war es das Richtige, weil mein Kind jetzt so abgesichert ist, dass in jedem Fall für mein Kind gesorgt ist. Auch wenn ich nochmal für irgendwas ins Gefängnis kommen sollte, was ich jetzt im Moment nicht glaube. Ist das denn eigentlich, hast du dich mit einem Anwalt unterhalten? Hätten sie dir tatsächlich das Kind wegnehmen können? Das weiß ich nicht, aber ich meine, guck mal, was sie mit Michael machen. Da sind so viele Sachen völlig an den Haaren herbeigezogen. Und ich bin der Meinung, dass wenn sie wollen, dass sie halt einfach Dinge erfinden. Das sehen wir in so vielen Bereichen mittlerweile, dass einfach dann Sachen erfunden, weggelassen, hinzugedichtet, wie auch immer werden, um eine Situation völlig anders darzustellen, als sie eigentlich ist. Und ich glaube, dass das Grundding ist auch einfach, dass ich durch die letzten 3 Jahre und durch die allgemeine politische Entwicklung, nicht nur der letzten 3 Jahre, sondern in den letzten Jahrzehnten ja auch irgendwie sagen muss, dass für mich, ich habe kein Vertrauen mehr in Politik oder Behörden in Deutschland, weil ja immer mehr rauskommt, wie korrupt diese ganzen Organisationen auch zum Teil arbeiten. Und wenn da so gar kein Funken Vertrauen mehr ist in diese Institutionen, die eigentlich ja zur Hilfe gedacht waren irgendwann mal, ja, Auch dann. für dich, ne? Du hast erstmal ging es darum, dass dein Briefkasten wieder funktioniert, ne? Ganz genau. Und ja, und diese Dinge, also wenn das Vertrauen weg ist, ist es, glaube ich, auch schwer wieder herzustellen. Das ist, also ich weiß nicht, dieses Vertrauen, das ist kaputt und das kann mir auch keiner mehr wiedergeben. Also Vertrauen in Staat, Politik, in deutsche Behörden, in die Schulmedizin in Deutschland und in Ärzte, das ist einfach unwiederbringbar kaputt gegangen. Das ist dein Kommentar, Eva und Björn. Was ist deine Schlussfolgerung aus dem, was du erlebt hast? Ja, also wir können ja sagen, dass wir spätestens seit Corona immer mehr
sagen wir mal, faschistoide Tendenzen hier bezeugen können. Und ich bin erzogen worden, gerade auch in der Schule, mit vielen jüdischen Freunden, Mitschülern. Und das Thema wurde wirklich äußerst detailliert auch uns nahegebracht. Ich bin sozusagen Antifaschist von Kopf bis Fuß, aber nicht in dieser vermummten Gruppierung, sondern ich bin ein Demokrat und ich lasse mir das so jetzt nicht gefallen. Ich werde weitermachen, ich werde die Klappe aufmachen und ja, also was dann passieren wird, weiß ich nicht, aber ich kann mich nicht verbiegen, ich bin, wer ich bin und wenn man mir einen Vorwurf machen will, soll man meinen Eltern und meinen Lehrern einen Vorwurf machen, dass die mich so, sag ich mal, demokratisch und antifaschistisch geeicht haben. Ja, Du solltest eigentlich von diesem Staat beschützt werden. Das war das Versprechen, was nach dem Zweiten Weltkrieg da drin ist, warum auch diese Dienste einen anderen Namen haben, hat von Anfang an eigentlich nicht gestimmt, ja. Aber sozusagen, das ist einzufordern. Es ist ein, Demokratie ist nicht dafür da, dass die Polizei funktioniert. Gut, ja, also vielen Dank an euch beide. Sag noch mal die Adresse, wo man sich melden kann, ist info@mutigmacher.org. Es besteht großes Interesse, einen Überblick zu bekommen, bei wie vielen Leuten der Staatsschutz wie oft geklingelt hat. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.